Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich darf Sie und euch alle ganz herzlich am heutigen dritten Adventssonntag grüßen. Von Sehnsüchten und von Verheißungen waren in beiden vergangenen Adventssonntagen die Rede. Heute, am dritten Adventssonntag, dem Sonntag Gaudete, dem Sonntag der Vorfreude auf das vor uns liegende Weihnachtsfest, geht es um die Überschrift und das Thema des Vertrauens. Mit Vertrauen auf dem Weg zur Krippe. Diese Botschaft wollen wir heute mitnehmen. Und so lassen wir uns nun überraschen, was wir am Hirtenfeuer gleich sehen und hören werden. Ich freue mich, weil durch die Verheißung auf einen gütigen und liebevollen Gott weiß ich, wir Hirten sind auf dem richtigen Weg. Sehnsucht, Freude und Verheißung sind wichtig, aber da muss es doch noch irgendwas geben, dass sich das miteinander verbindet. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich bin froh, dass ich in eine glückliche Familie hineingeboren bin, die für mich sorgt und immer für mich da ist. Und als Vater bin ich gern für mein Kind da. Aber manchmal ist es für mich allein schon sehr viel. Und da würde ich mir jemanden wünschen, mit dem ich meine Sorgen teilen kann. Keiner von uns ist allein. Ich habe Vertrauen darauf, dass jemand kommt, der die heilt, die ein gebrochenes Herz haben. Dann ist Vertrauen, dass das alles miteinander verbindet. Dann vertraue ich auf euer Wort, dass unser Gott und meine Mitmenschen mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vom Vertrauen war am heutigen dritten Adventssonntag die Rede. Vertrauen, es ist eines vom Wichtigsten in unserem menschlichen Leben überhaupt. Dass wir Vertrauen haben in andere Menschen, dass wir anderen etwas zutrauen, dass wir aber auch Vertrauen haben in uns selber, dass wir uns selber etwas zutrauen und ganz wichtig, dass wir Gott etwas zutrauen, dass wir ein tiefes, festes Gottvertrauen haben. Wer ein solches Gottvertrauen hat, das Leben ist anders. Wir stehen auf einem stabilen Fundament und können den Stürmen des Lebens wirklich auch trotzen. Passend dazu möchte ich ein Wort sagen, das für mich persönlich ganz wichtig ist, auch ein Psalmwort aus dem Psalm 16, das genau dies wunderbar zum Ausdruck bringt. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Der Herr steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele.